Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tomb Raider. Wir waren hier stehen geblieben vor dem Tor, hatten unsere Kletteraxt repariert oder verbessert oder wie auch immer. Oder unsere Axt, sagen wir einfach mal. Und kurbeln jetzt mal das Tor hoch, um zu sehen, was hinter diesem wunderschön bemalten, muss man ja nebenbei mal zugeben, Tor hier zu finden ist. Sehr schöner alter Tempel. Komm, bitte lass es gut, meine Vision. Komm, komm, na. Oh, komm. Das war aber knapp. Ja, das könnte sein. Sure you're not channeling Sam, Dr. Wickham? Well, there's no doubt. Himiko had power. Some say shamanistic, elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. Ja, so ist es, Lara. Du hast es raus. Kann gar nicht anders sein. We have much to learn about the world. You sound like my father. It could be one hell of a story, Lara. Not if we don't live to tell it. Aber nur wenn wir sie überleben, ja, so ist es. Und zum Überleben braucht man nicht so einen Lappen wie dich. Incredible. It is Himiko. It is Himiko. The bowl, the candles. Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You were right, Lara. The Lost Kingdom. It's like finding Atlantis. But this is real, Dr. Whitman. We're not standing on a myth. No, we're standing on a gold mine. Come, quickly. Your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. I can't be trusted. You still have a gun. I don't want any trouble. No. We'll come. Oh, Mann, ey, was denn? That after you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No! I'm handling this! No! Noch so ein Russe, Siehst du ihn schon an? Kommt Lara eigentlich hier? England? Sag ich doch, Russe. Oder er kann Russisch. Oh, interessant. Vielleicht ist er auch Türke. Das hört sich irgendwie voll ausländerfeindlich an irgendwie, aber... Kennen nicht diese, oder sollten wir die kennen? Beiß ihn! Autsch! Don't you fucking move! Und wenn doch! Was willst du tun, hä? Was willst du tun? Don't make a sound, dann heul auch nicht so rum, Lara. So, wir müssen jetzt leise sein hier. Ja, komm, knall ab, Boah, echt, das ist ja ein Nervenkitzel. Über diese Schüsse, das muss echt grausam sein. Diese Todesangst, die dahinter steckt. Richtig hart. What do you see? Das muss echt hart sein. Ich brauche hier Licht. Jetzt müssen wir ganz besonders ruhig sein. No one escapes. No one escapes. Junge, wir verstehen dich nicht. Bam. In your eggs. Boah. Das kann doch nicht schmecken, ey. Einfach mal an die Seite geschossen. Komm schon, Lara, komm schon, komm schon, komm schon. Bam. Boah, Alter, widerlich, ey.
Boah, Alter, dass der noch überlebt, ey. Arme Sau, ey. Scheiße, Mann. Der macht's aber auch nicht mehr lange. Boah, fuck. Fuck, Alter. Gott, arme Sau. Da will, glaube ich, keiner tauschen, ist. Boah, Alter, ich müsste, glaube ich, so reiern danach. Das ist schon hart. Die ganze Insel ist hart. Doch wir werden das auch noch. Erst die Tiere, dann die Menschen. Und irgendwann werden die Menschen zu Tieren. Gib ihm kein Licht, er hat es nicht verdient. So, erstmal hier über die Brücke. Ganz entspannt. Komm, machen wir noch ein Sprüngchen. On your knees. So, was machen wir jetzt hier oben? Jetzt, Mädchen, du brauchst die Waffe gar nicht in der Hand halten. Die ist leer. So, jetzt ist es irgendwie gefährlich. Fuck. Siehst du, die hat noch keine Angst vor dir. Komm, wir packen das, Lara, wir packen das. Stay away from me. Hoch. Bam. Puh. Ich muss mich bei sowas irgendwie immer voll konzentrieren. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Das ist voll anstrengend. So, komm, mach schnell die Tür auf. Wir müssen da rein. Wow. Achso, wir sind schon drin. Komm, geh da hin. Mach ihn kaputt. Immer, die sind echt verrückt hier alle, ne? Stecken einfach mal das ganze Haus in Brand, nur um es hier auszuräuchern und so. Aber wissen ja nicht mal, dass es das Hinterausgang gibt. Voll die Mongos. Meinst du? Ja, wir leben noch. So schnell kriegt man uns nicht tot. Oh. Gut. Geht doch. So, komm, ein bisschen Bergungsgut noch gesammelt. Da ist noch Munition, nehmen wir auch noch. Oh, können wir nicht. Warum können wir keine Munition nehmen? Und hier sieht man auch, dass man hier diese Special Edition hat. Das heißt, wir haben den Schalldämpfer, was ich sehr praktisch finde, direkt von Anfang an. Das heißt, wir brauchen den nicht noch durch irgendwelche Add-ons kaufen quasi. Von daher. Aber irgendwie scheint er noch nicht zu funktionieren. So, die haben auch down. Kein Ding für uns. Wir haben es drauf, wir sind Lara. Hauptsache, die unterhalten sich und neben denen liegt einfach mal so einer, den sie einfach mal so abgeknallt haben. Alter, das ist so hart irgendwie. Mir ist die letzte Folge schon wieder aufgefallen, dass ich jedes Mal über die 15 Minuten, die ich mir vorgenommen hatte, gekommen bin. Aber krass. Ja, siehst du richtig, ja. Roth, I'm in trouble. They're killing people. What? Who? Men. I don't know why. Ich weiß nicht warum. I had to kill some of them. I had no choice. That can't have been easy. Nee, das sagst du so. How easy it was. You've got to warn the others, Roth. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lana. I'll try. Ich versuch's. Ja, das werden wir tun. Natürlich, wir wollen nicht allein hier sterben. So. Kann man eventuell auch da lang laufen? Ich meine, da hinten haben wir schon gesehen, dass es da lang geht. Aber vielleicht kann man ja auch hier lang. Vielleicht gibt es hier noch Munition. Ach, hier ist direkt ein Lager. Super. Ich werde jetzt hier hinten irgendwo geklettert. Das ist natürlich praktischer so. Also. Wie schnell diese Fässer kaputt gehen. Einfach Wahnsinn. Ah, das war ein Geocache.
some kind of coordinates. Da wären wir sonst hochgekommen, okay. Ja, scheinbar. Nein, keine Ahnung, was soll ich das denn wissen? So, hier ist ein Lager. Dann camp dich mal ins Lager. So, wir haben nämlich hier Bergungsgut. Vielleicht können wir damit irgendwas verbessern. Ich würde erstmal gerne die Pistole irgendwie verbessern, wenn das irgendwie schon gehen würde, aber es sieht nicht so aus. Vielleicht den Boden. Nein. Lara macht wieder ihr Tagebuch. Tagebucheintrag 2. Ist da unten so ein geheimes Ding? Sieht danach wie so ein Eingang aus. Ach nee, das ist nur so eine Höhle, okay. Kram aus meinem Buch. Days have passed since the plane crash. For a second time we attempted to escape by boat with disastrous results. I knew it would happen, just like the first time. The calm sea turned hostile with no explanation. The moment we made for open water, the winds picked up, followed by an impossible wave. Like a child's toy, our lifeboat was smashed violently into the rocky shore. Now two more lie dead, and another is wounded beyond help. The others are starting to panic, and they're looking to me for a plan. I do have one, but it doesn't include them. They are weak and stupid, a liability in this place. I suggested they make another attempt to leave, but I won't join them. To do so would be suicide. This is clear to me now. Mhm, ein Buch von Matthias scheinbar. Ist das wohl derselbe Mann, der bei Sam war? Also sie scheinbar mit dem Flugzeug hier abgestürzt zu sein und dann haben sie versucht zu fliehen, aber das Ganze hat wohl nicht ganz so geklappt. Und dabei sind dann wohl scheinbar noch mehr Leute gestorben. Also sind wir nicht die einzigen, denen es hier so geht, dass wir hier gestrandet sind. Das heißt, die wohnen hier nicht aus Spaß. So. Komm her. Gar kein Survivor hier. She's just a girl, but she's on fire. Okay, gut, jetzt haben wir ein bisschen gereckt, jetzt können wir wieder. Bam, Alter. Ah, langsam sind wir echt ganz gut hier drin eigentlich, ne? Ich meine, so viele Headshot-Killer, wie wir hier verteilen, das ist schon nett. Okay, es geht noch mehr, aber... Jeder fängt mal klein an. Gibt's da vielleicht noch Munition? Hier gibt's noch was. Das ist eine Kiste, ich weiß nicht, kriegen wir die auf, kriegen wir die auf? Ja, das sieht doch gut aus. Was haben wir denn da? Schönes. Bisschen Bergungsgut. Pfeile kann ich keine mehr nehmen. Was gibt's da unten noch? Wow, wow, nicht so weit springen. Wollen es ja nicht übertreiben. Da können wir nicht rein. Da unten gibt's noch was. Hier kann man noch drüber gehen. Ja, das war wieder hier. Gut, sind wir einmal im Kreis gelaufen. Auch gut. Noch ein bisschen Bergungsgut abkassiert. Passt ja auch. Kann man ja auch mal machen. Jetzt müssen wir hier durchklettern. Jetzt mal auf die Pistole, haben wir auch schon ein bisschen Schuss für. So. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich da vorne weitergehen, um die anderen alle auszuschalten, machen wir nochmal einen kleinen Schnitt. Um mal ausnahmsweise auf diese 15 Minuten zu kommen. Außerdem haben wir gerade so eine kleine Safe Zone, das ist auch schon mal sehr schön. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.